RE14 Borken-Coesfeld. Es ist 6.25 Uhr. Wir fahren heute die Baureihe 442 Talent 2 von der Deutschen Bahn. 228 Tonnen schwer, 6 Wagen im Zugverband und 110,7 Meter lang. Auf der Strecke Essen Hauptbahnhof Mülheim-Ruhr-Styrum. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains im World 3, der Danny spielt das. Endlich mal eine Folge, die mir sehr, sehr gefällt, weil meine Heimatstadt drin vorkommt. Wir werden sie natürlich nicht anfahren können, logischerweise. Aber wir werden zumindest den Zug fahren können, und zwar den RE14. Auch zwar nicht den VT-Talent 2, sondern ausnahmsweise die Baureihe 442. Aber ich denke, das kann man noch verkraften. Ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir hier erstmal die Türen entriegeln. Richtungswende machen wir mal auf vorwärts. Dann entriegeln wir die Türen. Das machen wir auf ein. Tempomat war, glaube ich, gleich erstmal auf 40. Zuglichter machen wir auf 1. Das machen wir auf 1. Genau. Das lassen wir so. Fernlicht brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Tempomat 1. Genau. Nein, warum fährst du denn schon? Meine Güte. Sag mal. Sorry, das war keine Absicht. Warum fährt er denn? Ja, egal. Lass mal das erstmal. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Zug an. Und zwar fahren wir heute die Rhein-Ruhr-Bahn, während wir die Türen schließen können. Ihr seht es, Rhein-Ruhr-Bahn, Mülheim-Styrum. Und ich würde sagen, wir machen erstmal ein schickes kleines Foto. Und können dann losfahren. So. Auf geht's. Zwar 40. Ach shit, wir haben noch was vergessen. Sorry. Wir haben noch was Wichtiges vergessen. Und zwar die Zugsicherungssysteme. Mein Gott, vor lauter Laberei. So, jetzt aber. So. Wenn uns befreien, dann tun wir das. Und erste Station, beziehungsweise nächste Station, Mülheim-Ruhr-Styrum. So. Ich glaube, wir können auch ein bisschen schneller fahren jetzt. Wir haben uns ja befreit. Können wir dann auch gleich schon fahren. So, sie fahren. Was ich jetzt auch gelernt habe, Tempomat während des Stands oder während des Stehens anzumachen, ist eher schlecht. Gut, das muss man auch erstmal alles wissen. Und jetzt war ich einfach zu schnell. Verdammter Shit. Ach.
geht man einmal in die Außenansicht. Wird man direkt bestraft. Wunderbar, ganz klasse. Ach, Leute, 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 Leute. Super, 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 echt. Mann, 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 Mann. Naja, das kommt dabei rum, ne? Wenn man nicht bei der Sache ist. Dann passieren solche Dinge halt. Wunderschön. Wunderschön! So, ein bisschen schneller werden hier. So. RE14 auf dem Weg nach Borken wird in Dorsten geteilt. Der vordere Triebkopf fährt weiter über Herbestdorsten. Rade, Deuthen, Marbeckheim und schließlich Borken. Der hintere Zugteil fährt dann nach Coesfeld Hauptbahnhof bzw. nach Coesfeld Bahnhof. Gleich 120. Wollen ja nicht zu schnell werden. Eine Zwangs erreicht. Wirklich schade, dass man nur bis Mülheim fahren kann, aber es ist immer leider so. Kann man leider nichts dran machen. So, 90. Na, ich fahr zu langsam. Den Wachsamkeitstaster nicht gedrückt. Zweite Mal bestraft worden, wo ich in der Außenansicht war. Zweite Mal. Ist nicht mein Tag heute. Absolut nicht. Das ist wirklich schon... Oh Mann.
um in 40 km/h. Leute, Leute, Leute. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bitte drum. Ja. Zweimal in der Außensicht Ansicht gewesen, zweimal bestraft worden. Es reicht, oder? Wenn es einmal dumm läuft, dann läuft es die ganze Zeit dumm. Also ich gehe jetzt nicht mehr in die Außenansicht. Garantiert nicht. Schon mal ein bisschen bremsen hier. Da nehme ich gleich 85. Und dann wären wir auch schon in Mülheim. So. Fahren wir hier langsam ein. Wunderbar, das hat geklappt, würde ich sagen. Öffne die Türen und dann wären wir am Ende dieses Szenario. Ein etwas kurzes Szenario. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mit der Rhein-Ruhr-Bahn. Sind wir überhaupt schon in Styrum oder ist hier noch gar nicht Ende? Ich sag das jetzt einfach so. Doch, Styrum. Ja. Dann endet dieses Szenario hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Das war die kleine Rundfahrt mit der Rhein-Ruhr-Bahn, mit dem RE14 auf dem Weg nach Borken bzw. Coesfeld. Öffnen hier, schließen hier noch die Türen und dann war's das. Wunderbar. Ziel erfüllt.
Kombi Gold, nein, das ist ja ein Creators Club-Szenario. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem anderen Video wieder. Wäre schön, wenn ihr dann wieder mit am Start seid. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters.